Hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück im geilsten Spiel seit der Entstehung der Sonne. Und zwar dem Super Brain Mario. Jo, im letzten Part hatten wir ja schon ein bisschen herumspekuliert, wie das funktionieren könnte hier. Und er hat mir auch einen Tipp gegeben, muss ich nochmal ganz kurz sagen. Aber den Tipp habe ich schon wieder vergessen, muss ich auch sagen. Also der Spieleersteller hat mir einen Tipp gegeben, den ich schon wieder vergessen habe, wie gesagt. Oh mein Gott, das wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich den nochmal gelesen hätte. Aber was hat er mir gesagt? Ich weiß nicht, was er mir gesagt hat. Wenn ich es wüsste, Leute. Da oben wäre ich fast gegengekommen. Oh! Ihr alten Schweinesäcke, da wolltet ihr mich doch tatsächlich in die Irre führen. Was habt ihr geschafft? Nix habt ihr geschafft. Ich hab's... Moment mal. Ach so. Ah! Oh mein Gott, Leute. Das war viel einfacher, als ich mir es hätte jemals erträumen lassen können. Man muss halt nur erstmal herausfinden, dass es so ist. So, und hier habe ich jetzt aber das Problem wahrscheinlich, ne? Moment mal. Da muss ich doch jetzt bestimmt von ganz oben, Ich muss jetzt halsmutig, wagesmutig rennen. Ja, bestimmt, ne? Hä, wie geht denn das nochmal? Ich hab das da eben geschafft. Oh, komm schon. Ah, alles klar. Das funktioniert so also. Man kann das... Vielleicht ist es auch gar nicht so angedacht. Aber man kann das so machen. Habt ihr gesehen? Oh, der... Oh, ich wollte gerade sagen, der Sprung ist aber gemein. Jetzt weißt du durch die Münzen auch noch. Aber nein. Der Sprung war sogar sehr sozial behaftet. Was ist da los, Game Wolf, hä? Hast keinen Bock mehr gehabt zu Design oder was und hast deswegen was sozial... Scheiße. Ich hab überhaupt nichts gesagt. So, Nandeska. Was? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, dass der Fisch einfach kacke kommt. Der Fisch kommt einfach kacke. Wenn der Fisch anders wäre, sagen wir mal, der Fisch wäre 2%,698,7539 anders. Dann würde ich das auch schaffen. Vielleicht ist er ja jetzt richtig. Nee. Es ist immer, der Fisch ist einfach zu hoch. Der ist zu hoch. Aber ich kann auch nicht warten, bis der unten ist, oder? Aber vielleicht kann ich auch drüber springen. Da, ich kann bestimmt... Ich kann bestimmt fliegen. Oder? Das geht doch bestimmt, als ob das nicht funktioniert. Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob man damit dann auch den anderen überspringen kann. Aber auf jeden Fall kann man damit den ersten... Ja, das kostet natürlich Zeit. Ich probiere es einfach mal aus. Naja, auf jeden Fall kann man damit auf den... Naja, okay. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Na, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das Sinn der Sache ist. Hä? Was ist das denn? Was um alles in der Welt zur Hölle nochmal ist das denn bitte? Das Ziel ist eingerahmt. Bitte was? Aber ich bin ja auch nicht groß. Das heißt, das hilft mir auch überhaupt nichts, falls ich da irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Das hilft mir alles gar nichts. Ah, Moment. Ich könnte vielleicht noch den... Genau, die Sprungtaste dazu drücken.
Der, was war das denn jetzt für eine Aktion, TT? Nee. Komm ich nicht hoch. Oh mein Gott, Leute. Ihr wisst, was das für ein Fall ist. Richtig. Das ist der Fall, dass ich mal wieder angucke, wie das funktioniert. Weil ich so geil bin und schlecht bin. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt schon wieder am Task gucken muss. Aber ich weiß echt nicht weiter. So, guck ich doch direkt mal. Ja, er geht einfach in das Ziel rein. Geil, ne? Und wie bitteschön du... was? Hä? Ah! Ich verstehe das. Ah, das ist so einfach. Klar. Klar. Okay, er hat es fast genauso gemacht, wie ich es auch gemacht habe. Es gab nur einen kleinen Unterschied. Also, ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Die Technik war nämlich richtig. Ah, nee, Moment. Ich habe vorher schon einen Fehler gemacht. Und zwar an der Stelle muss ich nochmal neu machen. Es ist nämlich... Ja, genau. Genau das war nämlich der Trick an der Sache. Und jetzt gleich werdet ihr auch lernen vom schlechten TT, warum das der... Was mache ich denn hier eigentlich? Ich weiß nicht mehr, was ich tue. So, und er hüpft nämlich... Er hüpft nämlich... Ich frag mich, wie er das gemacht hat. Was? Man kann da... Moment, ich kann da... Und auf einmal konnte der rennen! Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das gemacht? So! Du Sack Gottes, Alter! Boah, das ist schon nicht einfach, aber ich habe sogar mit Safe geschossen. So, Leute, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Wir werden dieses Level heute abschließen. Ah! Woohoo! Ich hab's geschafft. Oh yeah. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, wir haben das nächste Level hinter uns. Direkt mal saven. Nein, Wasserlevel. Oh, bitte nicht. Ich hasse Wasserlevel. Oh nein, dann auch noch in dem Superbrain hacken Wasserlevel. Ey, das stelle ich mir echt vor wie Weihnachten und Ostern zusammen im negativen Sinne. So, okay, guck mal erstmal rein, bevor wir den Teufel an die Wand malen. Oh, geil. Oh, das fängt schon so herrlich an. So, erstmal ein Safe machen. Ach du Scheiße, da, ich hab schon keinen Bock mehr, wenn ich das sehe, Leute. Wenn ich das nur sehe, habe ich schon keinen Bock mehr. Ey, das sieht schon so scheiße aus. Entweder wir müssen ihn mitnehmen. Was schon... Wie soll ich den denn mitnehmen? Den kann ich doch kaum mitnehmen. Moment mal. Nee, ich glaube, ich muss den auch nicht mitnehmen, sondern... Und die Musik schon wieder, Alter. Oh Mann! Ich gehe da immer direkt rein. Ich kann es aber auch nicht anders lenken. Boah, ist das scheiße schwer, Alter. Ha! Ja, aber... Ja, ja! Das war gut in der Zeit.
Bitte, ne! Das glaube ich nicht, okay. Wir machen im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.